Herzlich willkommen zur Heute-Show, meine Damen und Herren. Und was für ein schlimmes Timing. Die Ukraine gerät immer mehr unter Druck. Putin streckt schon seine gierigen Griffel Richtung Moldau aus. Und ausgerechnet jetzt streiten Olaf Scholz und Emmanuel Macron auf offener Bühne. Das deutsch-französische Verhältnis ist ja total zerrüttet. L'amour est fini. Merde. Ich meine, wer soll dieses Europa noch ernst nehmen? Wer? Statt Einigkeit Signale der Schwäche Richtung Moskau. Es ist unfassbar, wie Monsieur Macron uns Deutsche gerade gedisst hat. Einige, die heute niemals sagen, sind dieselben, die vor zwei Jahren sagten, niemals Panzer, niemals, niemals Flugzeuge. Vor zwei Jahren sagten einige an diesem Tisch, wir werden Schlafsäcke und Helme schicken. Nous allons proposer des sacs de couchage et des casques. Selber Sack de Couchage! Hör mal, das waren sehr gute Helme und Top-Schlafsäcke! Im Übrigen, wir sind der zweitgrößte Unterstützer Kiews. Macron gibt viel weniger, faselt dafür aber jetzt von NATO-Bodentruppen in der Ukraine. Also de facto vom Dritten Weltkrieg. Ha, das ist gar nicht mal so sexy, die Aussicht. So, und Olaf Scholz, der weigert sich derweil, den Ukrainern Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Aber nicht nur das, er weigert sich, wenn sie darauf achten, sogar das Wort Taurus in den Mund zu nehmen. Wirklich, er sagt's nicht. Ja? Weil, wenn man dreimal Taurus sagt, dann kommt der Putin. Ne? Deshalb redet der Kanzler konsequent nur über dieses weitreichende Waffensystem und fummelt dabei ständig nervös an seinem Mikro rum. Dieses eine zusätzliche Waffensystem, was jetzt ein Teil wäre, ist sehr weitreichend. Das weiß auch jeder, der sich mit diesem System auseinandergesetzt hat. Mittlerweile sind ja manche Debatten erstummt. Deutschland ist der größte Unterstützer der Ukraine. Ach, also, das ist jetzt natürlich ausdrücklich nur eine Fußnote, Olaf. Aber, warte mal, wo ist meine Olaf-Coaching-Cam? Ach da, Olaf, du musst aufhören, bei unangenehmen Themen immer am oberen Teil vom Mikro rumzuquetschen, wie an so einem Stressball. Ja? Erstens sieht das manchmal sehr komisch aus. Ne? Und zweitens, viel wichtiger, ist das super nervig für die, Achtung, armen Kollegin vom Ton. Bitte mal merken, ist doch nicht so schwierig. So, Fakt ist, die ganze Taurus-Debatte und der Streit über Bodentruppen, die sollen ablenken. Ablenken vom eigentlichen Versagen. Der Ukraine geht gerade die Munition aus. Warum? Weil Europa zu wenig und zu langsam liefert. Der Putin lacht sich doch kaputt über uns und dreht immer mehr frei. Neulich hat er behauptet, Achtung, die Polen hätten den Zweiten Weltkrieg angefangen. Wirklich, die Polen! Ja. So, und gestern in seiner großen Rede zur Lage der Nation in Moskau sagt er, der verweichlichte Westen wisse ja gar nicht mehr, wie Krieg geht. Ach ja, unsere Fregatte Hessen hat diese Woche sogar versucht, eine amerikanische Drohne abzuschießen. Ja. Hat zum Glück nicht geklappt. Ja. So. Ansonsten war die Putin-Rede natürlich der pure Horror. Vor allem für die armen Gäste, die genau wissen, wenn ich jetzt einpenne, geht's ab in den Gulag. Guck mal, wie er dagegen ankämpft. Augen auflassen, auflassen. So, und er hier ist offiziell erledigt. Und dann der Klassiker. Auch in dieser Ansprache droht Putin natürlich wieder mit Atomschlägen. Macht er inzwischen täglich, hat man das Gefühl. Ja, ich sage Ihnen, der Westen muss begreifen, wenn wir die Ukrainer weiter so halbherzig unterstützen, gewinnt Russland. Dann sind Grenzen nur noch unverbindliche Vorschläge und viel mehr Putin-Kritiker erleiden das Nawalny-Schicksal. Wobei, der Fall ist ja noch längst nicht aufgeklärt. Meint jedenfalls dieser Rechtsmediziner, beziehungsweise sehr Rechtsmediziner. Ich finde es teilweise schon unerträglich, wie die letzten Tage bereits feststeht, wer für diesen Tod verantwortlich gemacht wird. Man redet von Mord, von sonstigen Dingen, obwohl man noch nichts weiß, obwohl man noch nicht mal die Ermittlungen abgewartet hat. Ja, genau. Ermittlungen abwarten, sagt der Mann, der nach jedem Bienenstich sofort linkes Attentat ruft. Ne? Vielleicht ist es ja wirklich Zufall, dass Nawalny genau an dem Tag, an dem seine Frau auf der Münchner Sicherheitskonferenz sprechen sollte, verstorben wurde. Er ist, meine ich. Und vielleicht ist es auch reiner Zufall, dass Herr Krupalla das Kreml-Wording zu Nawalny benutzt. Höchste Zeit für eine neue Folge von... T
Themen, bei denen die AfD, wenn man drüber nachdenkt, echt scheiße aussieht. Ja, ich wette, viele AfD-Fans wissen gar nicht, wie kremltreu ihre Partei inzwischen ist. Hier, Beispiel. Maximilian Krah, das ist der Spitzenkandidat für Europa, schreibt in seinem Buch, falls Russland mit seinem Vorgehen, er meint in der Ukraine, nicht komplett scheitert, wird es schnell eine andere Weltordnung geben. Die politische Rechte kann dabei gewinnen. Verstehen Sie, der wünscht sich Putins Sieg ausdrücklich. Die gesamte Partei will wieder russisches Gas kaufen und träumt von der sogenannten multipolaren Welt. Das ist ebenfalls Kreml-Sprech, einem Eurasien ohne US-Einfluss, das dann allerdings von Putin dominiert würde. Ja, na und? Immer noch besser als die verschwulte Alternative, meint der Bernd. Aber wenn ich mich jetzt für das deutsche Volk entscheiden müsste, zwischen dem Regenbogen-Imperium, zwischen dem neuen Westen, zwischen dem globalistischen Westen und dem traditionellen Osten, ich wählte in dieser Lage den Osten. Lieber eine anständige Diktatur als ein Regenbogenland, in dem sackgepierste Transmenschen dreimal am Tag das Geschlecht wechseln. Ja, ja natürlich, meine solche Fälle kennt doch inzwischen jeder in der Familie. Mein Vater ist jetzt eine Frau. Siehst du sogar bei den Höckes. Ja, Vogue gegen Anti-Vogue, darum geht's. Rechtsstaat, Menschenrechte, alles Mädchenkram, kann komplett weg. Die Ostbindung ist denn da in dieser AfD Mehrheitsposition. Das sieht man übrigens auch am Bayerischen Landesverband, geführt von den zwei Krachledertransen hier. Man fordert nicht nur ein Ende der Sanktionen, sondern direkte Verhandlungen zwischen Russland und Bayern. Also eine Art Separatfrieden mit den bajuwarischen Murmeltierschändern. So, aber da ist die AfD mittlerweile fast isoliert. Giorgia Meloni und andere europäische Populisten haben sich abgewandt von Putin. Die AfD übernimmt weiter 1:1 seine Propaganda. Hier, neues AfD-Boulevardmagazin. Jetzt neu bei AfD-TV. Brisanski. Exklusive Homestory bei den Putins. Ein Albtraum in Gold und Marmor. Wir sprechen mit Kreml-Innenarchitekt Harald Glöckler. Irre, unsere Wahrsagerin Madame Wladimir weiß heute schon, wer im März zum russischen Präsidenten gewählt wird. Gibt's doch gar nicht. Fleißbiene Timo Chrupalla. Wie schafft er die Doppelbelastung als AfD-Boss und Putins Pressesprecher? Hut ab! Außerdem komplett ausgedachte Beweise beweisen, Polen hat nicht nur den Zweiten Weltkrieg angefangen, sondern auch den Ersten, den 30-Jährigen. Und Polen ist schuld, dass es Ed von Schleck nicht mehr gibt. Brisanski, wer das nicht guckt, kommt ins Arbeitslager. Ja. Was ich immer sage, meine Damen und Herren, ne? Was ich immer sage, das F in AfD steht für Verräter. So, was braucht es eigentlich noch, dass dieses Europa sich endlich mal wirklich zusammenrauft? Reden wir drüber mit unserem Premium-Sicherheitsexperten, mit Olaf Schubert. Olaf, wie müssten wir uns vorbereiten darauf, wenn im Herbst der Worst Case eintritt und Trump gewinnt? Oder was sagst du ganz konkret zu der aktuellen Debatte über europäische Atomwaffen? Ja, Trump will ja, dass wir den Verteidigungsetat erhöhen. Aber ich meine, klar, wir können ja nicht alles ausgeben für Verteidigung. Ja? Brauchen ja noch Geld für anderes, also für Angriff. Ja, ich meine, es gibt ja zwei Formen der Verteidigung, ja? Also im Tierreich. Also entweder man stellt sich tot. Ich finde, da sind wir ja wirtschaftlich schon mal auf einem ganz guten Weg. Oder Angriff. Die beste Verteidigung ist Angriff. Wir überfallen die USA, dann besiegen wir die und dann zwingen wir sie, dass sie uns beschützen. Ja, da gebe ich aber zu, da wären Atomwaffen dann doch unkomplizierter. Ich höre immer europäische Atomwaffen. Ich frage mich, warum keine deutschen? Also ich meine, trauen die uns das nicht zu? Ja, ich meine, also die Zeiten, in denen man sich vor Deutschland fürchten musste, die sind ja vorbei. Ja, früher hieß es ja hier, 45 wird zurückgeschossen. Heute wird auch zurückgeschossen, aber nicht vor 11. Ja. Ganz elastisch aus dem Homeoffice.
Und natürlich, wir brauchen es nicht schön zu reden. Ja, Atomwaffen haben Nachteile. Ja, also die machen Dreck. Und dann sind die auch wirklich auch relativ laut. Ich glaube, die grünen Mitglieder der Regierung setzen jetzt deshalb verstärkt auf die Elektroatombombe. Ja? Und die ist wirklich CO2-neutral, die ist nachhaltig, die ist total leise. Ja? Die kannst du sogar nachts einsetzen. Und demzufolge sagt, wenn wir die Atomwaffe haben und die Gurchfock, dann sind wir sicher. Sind wir ja. Safe. Im Verteidigungsfall, und wir hoffen ja nicht, dass der kommt, hätte die Bundeswehr tatsächlich nur konventionelle Munition für 2 Tage. Was folgt daraus? Dann müssen wir umrüsten auf unkonventionelle Munition. Was weiß ich, dann müssen wir mit Löffeln werfen. Ja, 2 Tage. Ich meine, klar, andere Betriebe, die kämpfen für die 4-Tage-Woche. Da wäre die Bundeswehr einen Schritt weiter mit der 2-Tage-Woche. Ich muss auch ehrlich sagen, also mir persönlich würden 2 Tage Krieg auch völlig reichen. Ja, ja. Mir auch. So. Aber das Hauptproblem sehe ich natürlich eher im Nachwuchs, in den Soldaten. Und natürlich, ja, also ich bin für die Wehrpflicht. Ich glaube, so wie alle Eltern. Ja, denn ja, man will ja dann schon als Eltern, dass die Armee das korrigiert, was man selber versaut hat. Ja, Wehrpflicht, aber ich würde sagen, nicht für alle, sondern wirklich nur für die, die nicht wollen. Ja? Aber dann richtig. Zum Beispiel ich konnte nicht zur Armee, weil ich den Dienst verweigert habe. Und ich finde, da sollen es meine Kinder mal besser haben. Ja. Ja. Jetzt gibt es eine spannende Umfrage. Nur 53% der Menschen in Ostdeutschland halten Russland für besonders gefährlich. Im Westen sind es 80%. Woran liegt das? Hast du eine Erklärung? Wer hat ja vor allem Angst? So, ja, irgendwie Angst vor Russland, ihr seid ja so die Mädchen der Nation, ja, Angst vor Russland, Angst vor Kalorien, vor Wespen, Angst vor Homophobie, da muss ich sagen, da sind wir aus dem anderen Holz gelötet, da bin ich zu sehr Latin Lover, nee, Quatsch, Macho, ja, also ich meine, ganze Kerle, ich habe auch Angst, aber ich habe Angst vor dem Zahnarzt, ja, Angst vor Unterhaltszahlung. Gerade rückwirkend, ja. Und ja, ich meine natürlich, wenn jetzt sich Menschen für Putin begeistern, dann ist das schon ein Armutszeugnis für den Standort Deutschland. Ja, dass wir keine eigenen Despoten mehr haben. Ja, dass wir das jetzt Ausländer machen lassen. Also das ist auch eine Form von Fachkräftemangel. Denn gerade im Bereich Diktatur, da waren wir wirklich mal führend. Ja. Das ist wahr. Olaf Schubert, vielen Dank. Dass wir das noch erleben dürfen. Die Ampel verabschiedet gemeinsam ein Gesetz. Also jetzt zugegebenermaßen nicht das wichtigste Gesetz der Welt, aber ein Gesetz. Ne? Es darf gekifft werden, Freunde. Ja. Das haben sie hingekriegt. Ihr rastet ja aus hier, das ist ja Wahnsinn. Ja. Bubatz ist legal bzw. entkriminalisiert. Staatlich kontrollierter Handel und Anbau geht nicht. War vorher klar, wegen Europarecht. Also wird es am Ende doch wieder wahnsinnig kleinteilig und sehr kompliziert. Ampel-Style. Und Kinder, machen wir uns bitte nichts vor. Cannabis war doch immer schon da. Das zieht sich sogar durch die ganze Filmgeschichte, wissen Sie. Von Grasa Blanca über Frühstück bei Kiffenies bis zum Breiten Hai. Also, ne? Jetzt mit Fressflash. So, was ist demnächst bei uns erlaubt? 50 Gramm zu Hause plus 3 Pflanzen. Das ist viel. 50 Gramm. Ehrlich, wie soll man das schaffen? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Gut, das funktioniert natürlich nur, wenn wirklich die ganze Familie mithilft. Ne? 50 Gramm sind eine Gemeinschaftsaufgabe. Und das gilt buchstäblich für jedes Familienmitglied. Für jedes. Ein Weiner. Ja. So, Karl Lauterbach sagt, die neue Regelung bringt weniger Schwarzmarkt und mehr Jugendschutz. Gut, das klappt aber nur, wenn man gleichzeitig eine große Aufklärungskampagne fährt. Und da frage ich mich, wo ist die? Da müsste man ja eigentlich schon bei den jüngsten Ansätzen im Kinderfernsehen. Eigentlich. Und wo wir dabei sind, vieles an diesem neuen Gesetz verstehe ich gar nicht. Warum dürfen Erwachsene untereinander ihr Gras nicht teilen? Dafür wurde der Joint erfunden. Warum darf ich es nicht verschenken?
Was soll man sonst zum Muttertag mitbringen? Ich weiß es nicht. Ja? Lauterbach ist natürlich trotzdem hochzufrieden und greift zu coolen Musikmetaphern. Wir haben jetzt, um in der Sprache zu bleiben, noch ein paar Takes aufgenommen. Daher verschiebt sich der Release um wenige Wochen. Aber das Album ist fast fertig und Cannabis wird bald also erscheinen. Ja, vielen also Dank DJ Bubatz oder wie die Kids ihn nennen, Verklemminem. Entschuldigung. Ja. Apropos Kids. Kiffen ist verboten auf und um Spielplätze, Schulen und Kindertagesstätten. Zu Recht, meine Damen und Herren, zu Recht. Ja? 100 Meter Mindestabstand. Wenn man alle Regeln beachtet, die in dem Gesetz drinstehen, wird es in Großstädten allerdings gar nicht so leicht, einen legalen Platz zum Rauchen zu finden. Ne? Da muss man als Kiffer erstmal abschätzen, sind das wirklich 100 Meter bis zur Grundschule da vorne? Das allein dauert Stunden. Dann borgen Sie sich ein Vermessungsgerät von irgendeiner Baustelle, verstehen aber nicht, wie es funktioniert und probieren es schließlich mit einem alten Geodreieck. 12,15 Meter, 12,30 Meter, 12... Wo war ich? Keine Ahnung. Scheiße. Dabei wird Ihnen klar, was das viele Kiffen in Ihren Gehirnen angerichtet hat. Hören sofort mit Kiffen auf und machen eine Lehre bei der Sparkasse. Vielen Dank, Karl Lauterbach. Der Plan geht auf. So, aber wer weiß? Wer weiß, bei der ganzen Vorfreude hier im Studio sollte man das dazu sagen, möglicherweise wird die ganze Legalisierung im Bundesrat noch verzögert. Ja? Es könnte sogar noch bis zum Sommer dauern, weil die Bundesländer sich zu Recht fragen, wie ihre Polizei den Mehraufwand und die ganzen Kontrollen, die jetzt anfallen, stemmen soll. Die Polizisten werden auf der Straße sein und feststellen müssen, ist das legaler Handel, ist das illegaler Handel, haben die 3 Gramm zu viel angebaut, haben die noch eine Oma zu Hause, die auch noch anbauen durfte. Ich sage, ich habe keine Lust, meine Polizisten mit so einem Scheiß zu beschäftigen. So eine Scheiße. Ja, eben. Schönen Applaus für Herbert Reul. Ja. Er hat keine Lust, seine Polizisten damit zu belästigen. Und die haben ja auch, weiß Gott, genug zu tun in ihren ganzen rechten Chatgruppen. Nur Spaß. So, liebe Zuschauer, Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, selber anbauen oder eine Anbaugemeinschaft als Verein gründen, wie geht das? Gut, genau für solche Fragen hat das ZDF zum Glück eine tägliche Service-Sendung. Und wir schalten live rüber ins volle Kanne-Studio zu Gartenexpertin Dörte Hausten, geschiedene Knülling-Dingeldei. Dörte, was muss ich beachten als Kiff-Einsteiger? Ja, gut, Oliver, da frage ich vorab immer ganz gerne, was willst du vom Hanf? Ja? Willst du eher chillen, also runterkommen oder doch mehr aus dir rauskommen? Obwohl, nee, warte mal, du bist ja Ostwestfale, wa? Nee, so ein starkes Gras gibt's ja nicht. Nee. Anyway, also erstmal darfst du dir als Erwachsener, glaube ich, 3 Pflanzen ziehen, beziehungsweise in Gramm pro Monat, was war das nochmal? Pro Monat 50 Gramm, bei den unter 21-Jährigen ist die monatliche Obergrenze bei 30 Gramm. Also zu sehen, das können für den Eigenanbau 7 Samen oder 5 Stecklinge bezogen werden. Also 7 Samen, 3 Stecklinge im Sinn macht eher. Nehmen wir mal dich und deine Frau. Ich gehe mal davon aus, die wohnt mal bei dir? Ja, klar. Ja, selber schuld. Ihr seid 2 Erwachsene, das heißt, nach Adam Riesendübel könnt ihr zu Hause 6 Pflanzen haben. Sekunde. 1, 2. Ja, danke, ich 3. weiß, was 2 mal 3 ist. Ja, das sagst du so, Oliver, aber je nachdem, wie viel man durchzieht, kann die Aufgabe einen durchaus überfordern. Und genau dazu haben wir hier gerade ein sehr interessantes Experiment laufen. Das hier ist der Florian. Das ist ein ganz lieber Langzeitkiffer aus Moabit. Der versucht seit gestern die 183 Seiten Cannabisgesetz zu lesen und zu verstehen. Läuft beides nicht so gut. Ach, ist das denn so kompliziert? Ja, brutal. Ja, da heißt es zum Beispiel,
Anbauvereinigungen dürfen für die Weitergabe von Cannabis an ihre Mitglieder neben den satzungsgemäßen Mitgliedsbeiträgen oder laufenden Beiträgen nach § 24 keine Entgelte verlangen. Alter! Typen, die 50 Gramm im Monat wegsmoken, sollen eine korrekte Buchhaltung abliefern? Ich glaube, mein Hamster raucht White Widow. Ja, die Clubs müssen genau dokumentieren, welches Mitglied was in welchen Mengen bekommt. Das ist doch Spießerscheiße. Du brauchst einen Schriftführer und einen, Achtung, Suchtbeauftragten. Können wir ja auch mal eine Kneipe einführen. Bei jedem Bier kommt der Alkoholismusbeauftragte und sagt, du Horst, das ist schon dein zweites. Obacht! Das ist doch lächerlich. Vielleicht nehmen wir den Menschen einfach mal so, wie er ist. Wie verbreitet sind Drogen? Sehr, sehr, sehr breit. Sehr weit verbreitet. Extrem breit verbreitet. Ja, gut, was steht noch im Gesetz? Hier, gemäß § 22 Absatz 1 haben Anbauvereinigungen ihr befriedetes Besitztum durch Umzäunung zu sichern. What the fuck? Sag mal, Flori, was ist bitte befriedetes Besitztum? Ah, okay, dem Flori ist das Kiffen zu kompliziert geworden. Der nimmt jetzt Heroin. Verstehe ich. Dörte Hausten, vielen Dank. Naja, genau, ja. Ja, die Zuschauer haben mittlerweile fast alle versteckten Symbole hier bei uns im neuen Studio gefunden. Illuminati, Freimaurer, Staatsfunk, ist alles dabei. Wann wollen wir denn die eigentlichen Strippenzieher bekannt geben? Was? Erst bei so vielen Abonnenten auf YouTube? Boah! Also ich würde mich ranhalten.